Unterstützung von Scalzo. Geht die Scheibe raus. Rebek befreit. Und Strafe jetzt gegen Mertz, meine ich. Oder muss wieder einmal Couture raus. Jetzt ist Ratnik bei ihm. Couture hat sich das auch verdient heute. Es gibt noch einen schönen Fight, denn der hat immer wieder hat er provoziert. Oh, jetzt kassiert aber Ratnik. Punktesieg in dem Fall jetzt mal Couture, aber jetzt Ratnik. Ratnik, jawohl, schöner Fußfeger. Aber dann kommt wieder Couture auf. Und in der Mitte wird wieder Sweat. Eine rassige Partie, wie es jetzt aussieht. Sweat duelliert sich mit Fodor. Der schiebt einfach Frust, weil er zu oft auf der Strafbahn sitzen musste. Und hier schaut Sweat schlecht aus. Dieser Kampf geht an Fodor. So, aber das reicht jetzt. Wer liegt hier? Rebek. Nach dieser Aktion, oh Gott, mit dem Hinterkopf in die Bande. Also egal, wie dieses Spiel heute ausgeht, ich kann es nur mit den Worten der meisten Trainer beschreiben. Wir müssen schauen, damit meine ich unsere Redaktion, wir müssen schauen, dass wir dieses Spiel so schnell wie möglich vergessen. Und das schaut jetzt ganz böse aus für Rebek. Endlich kommt die Bahre, da hat man zu lange gewartet, weil sich alle auf diese zwei Raufereien konzentriert hatten in der Mitte. Rebek lag da ganz alleine, aber er kniet wieder, Gott sei Dank. Unschöne Szenen in einem unschönen Spiel und eine unschöne Attacke. Rückwärts haut er da Rebek in die Bande und die Reaktion von Ratnik korrekt, der sich bei Couture bedankte und rächte für das, was er Rebek da antat. Derek Couture, 24 Jahre alt, ein unguter Kanadier. Es gibt ja auch sehr nette Kanadier.